Ja, liebe Freunde, es ist soweit. Ich hab das Video noch nicht gesehen, aber Simon Desue, Trends Platz 1, da muss doch was dran sein. Wobei, der triggert mich die ganze Zeit und ich denke, das Ganze ist auch ein Fake. Aber der hat gesagt, ich sage tschüss für immer, Simon Desue. Bitte, Herr im Himmel, lass es wirklich Wahrheit sein. Lass es Realität sein. Bitte. Was? 9000 Dislikes, 40.000 Likes. Bei 40.000 Likes, es gibt mir Hoffnung, dass er das wirklich macht. Bitte. Aber der ist mir schon wieder viel zu fröhlich. Klar, meine Freunde, hier ist euer Simon Desue und ich versuche das Video kurz zu machen, aber ich bin... Aber nenn doch einfach das Video oder seinen Kanal am besten Hochformat, wenn er schon solche Kackvideos in diesem Format dreht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so ein Video aufnehme, dann nehme ich wenigstens mein Handy noch quer, dass ich sagen kann, yo, ich kann nochmal den Vollbildschirm... Vollbild machen, weißt du? Aber so ist es wieder dumm. 16:9 Aufnahme ist immer entspannter. Plappertasche, das heißt, es kann ein bisschen länger dauern. Aber ich versuche es kurz zu halten. Und zwar könnt ihr sehen, hier, ich bin nicht Deutschland. Warum bin ich hier in Deutschland? Weil keiner dich mag in Deutschland. Ohne Scheiß, geh am besten wirklich, bleib da und mach. Am besten lern die Sprache, wenn das Dubai ist. Lern die Sprache in Dubai, lern Arabisch. Das ist das Beste für dich. Und dann kannst du Videos machen für die Leute in Dubai. Dann ist jeder zufrieden hier. Was kurz und knapp, und zwar habe ich Deutschland verlassen. Ich bin ausgewandert und lebe jetzt in Dubai. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben schon gesehen, ich bin immer hin und her geflogen. Ich war oft in Dubai und das war halt der Grund. Ach nein, Leute, er sagt tschüss für immer und damit meint er nur Deutschland. Ich habe wenigstens noch YouTube gehofft. Hoffentlich verlernt er ganz schnell Deutsch. Und um hier alles zu klären, ich habe mir ein Haus geholt hier, um alles so zu setteln, dass ich wirklich ankommen kann und sagen, okay, jetzt, dann, ich habe Deutschland verlassen, habe nichts mehr mit Deutschland zu tun, ich habe keine Wohnung mehr in Deutschland, das dauert natürlich alles so. Habe mich alles darum gekümmert, Deutschland ist Geschichte, ab jetzt lebe ich in Dubai. Ich weiß, es kommt jetzt wahrscheinlich so, Und versuche das mal ganz kurz zu klären, zu erklären. Und zwar, 2016 habe ich in Miami gelebt. Und es war perfekt, alles war schön. Ich hatte Spaß an den Videos, Sonne war da, alles war geil. Und ich dachte mir, weil ich gehe nach Deutschland für maximal 2 Jahre und gebe dort nochmal richtig Gas. Ne? Ich wollte mein YouTube weitermachen und ich wollte Geschäfte nebenbei aufbauen. Junge, deren Geschäfte. Das einzige Geschäft, was der aufbaut, ist das Geschäft in seiner Schüssel. Mehr aber auch nicht. Michi, ich grüße dich. Ey, es tut mir alles weh, wirklich. Wenn so ein Mensch, ne, der wirklich... Also der von nichts eine Ahnung hat, aber so von scheiß Videos machen. Der hat von nichts eine Ahnung und der baut Geschäfte auf in Deutschland. Zieht nochmal richtig durch. Das, was der mit durchziehen meint, ist, in One Take zu machen und ein scheiß Video draus zu produzieren. Der schafft sowas. Junge, mir tut wieder alles weh. So, da brauche ich gar nicht drüber reden, denn viele, ja, die so Business machen in Deutschland, wissen, Deutschland setzt hier oft Steine im Weg, wenn es um Geschäftliche geht. Aber ich möchte jetzt über YouTube reden. Und zwar das Beste für uns alle. Also wurde mir die Freiheit genommen, die Videos so zu machen, wie ich möchte. So, ich will jetzt nicht dramatisch sagen und oh, alles ist scheiße. Nein, Deutschland hat geile Ecken, aber mir wurde die Freiheit genommen, meine Videos so zu machen, wie ich möchte. Und ey, die Videos, die er gemacht hat, eigentlich sollte man da überall seine Freiheit einschränken. Mal am besten sagen, Fake-Videos gehören nicht mehr auf YouTube, müssen gesperrt werden. Würde ich sagen, das ist gut. Es gefällt mir, wenn YouTube da so durchgreifen würde. Nein, was machen sie? Kritikvideos werden erstmal gesperrt in Deutschland oder beziehungsweise auf YouTube. Chichi an der Stelle, anstatt erstmal so einer aus dem Rennen genommen wird, nee, da denkt sich YouTube, ach, weißt du was? Ey, Kritikvideos geht gar nicht. Lass mal lieber Fake-Videos online. Wevo, schön, dass du da bist. Grüß dich. Jeder weiß, Videos sind zur Unterhaltung da. Das ist Unterhaltungsvideos. So 90% der Videos auf YouTube sind da, um dich zu unterhalten, damit du abschalten kannst von deinem Alltag. Weißt du, das unterhält halt entspannt. Das cringet mich komplett weg. Was der an Unterhaltung versteht, das cringet mich komplett weg. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu alt. Aber der war ja schon vor 10 Jahren, war der ja schon eine übelste Cringe-Maschine. Da, wo Leute noch gesagt haben, dass der angeblich guten Content gemacht hat, wenn ich mir die Videos von früher angucke, dann denke ich mir, es ist ja noch cringiger fast. Dann einfach mal ein bisschen YouTube gucken und chillen so. Als Spaß und Unterhaltung. So. Und mir wurde aber tatsächlich einfach gesagt, das und das und das darfst du nicht. Bum, bum, bum. Pass da auf. Oh, no, hi. Ich denke mir so, was soll das, Digga? Was passiert? Was ist passiert,
dass ich nicht mal YouTube-Videos drehen darf, so wie ich möchte. So, das ist halt sehr beschissen. Ja, und das sage ich so, weil die Stadt Hamburg gegen mich gegangen ist. Die Stadt Hamburg. Und danke für den Host. Hamburg! Und ich heiße Hamburg. Ihr habt noch was offen bei mir. Wenn ich mal in Hamburg bin, wirklich, ich gebe euch 5 Euro. Ich lege irgendwo 5 Euro auf irgendeine Bank. Und die Stadt Hamburg, die darf es bekommen. Leute, das finde ich super. Hamburg, Ehrenstadt. Da muss ich hinziehen. Leute, erste Wohnung, Hamburg. Definitiv. Freddy, danke für den Follow und gut Mensch. Raus. Guten Tag. Danke für den Follow. Nicht irgendjemand persönlich gesagt, das darfst du nicht. Die Stadt Hamburg hat mir gesagt, das und das und das darfst du nicht. Oder das ist wie auch immer. Und Hamburg ist eine geile Stadt. Ja. Hamburg ist super. Hamburg ist die beste. Jeder, der aus Hamburg kommt, weiß, wenn du aus Hamburg kommst, dann ist Hamburg in deinem Herzen drin. Und das ist auch der Fall. Ich liebe Hamburg. Hamburg ist meine Stadt. Aber die letzten Jahre wurde mir so viel in den Weg gelegt, so viele Steine in den Weg gelegt, und ja, dass ich mich rauskämpfen musste gegen meine eigene Stadt. So, ich denke mir, was soll das, Digga? Der arme Junge. Seit dem Zeitpunkt, wo ich Miami verlassen habe, war ich so 90% unglücklich. 90% aller Verfehlungen, die ganze Zeit. 90% der Zeit war ich unglücklich. Ich war nicht glücklich. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in die ganzen Videos, weil du hast keinen Bock, Videos zu machen, wenn dir gesagt wird, am Ende, das darfst du nicht oder das und das und das. Ich wollte nur... Weil, weißt du, was das große Problem ist? Das darfst du nicht und dann bist du unglücklich. Aber seine Videos, ne, die er davor gemacht hat, 699, die Videos, die er davor gemacht hat, die waren genauso scheiße wie die Videos, die er in Hamburg gemacht hat. Letztendlich ist doch dann auch alles im grünen Bereich, lieber Simon Desio. Und ich meine, Geld hast du damit wahrscheinlich trotzdem gut gemacht. Weil mit viel Scheiße lässt sich halt auch ganz, ganz viel kleine Kinder andocken scheinbar. Unterhalten so. Ehrenlos. Und das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich gegangen bin. Das ist nicht der einzige Grund, wo ich sage, ich verlasse jetzt das Land, sondern ich war da nicht mehr glücklich. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in meiner eigenen Haut in Deutschland, in Hamburg. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, wo ich gewohnt habe. Leute haben herausgefunden, wo ich wohne, weil es eine gute Adresse war so. Weil die Zeitungen mich geschrieben haben, haben gesagt, wo ich wohne. Sie haben meine Adresse. Ständig Leute vor der Tür. Ich weiß nicht, sind das nette Leute, sind das böse Leute? Man weiß es nicht. Lange die kurzer Sinn, ich hab keinen Grund mehr, in Deutschland zu sein. Ich habe meine Freunde und Familie hinter mir gelassen, die ich liebe, weil ich nicht so weiterleben kann in Deutschland, wie es der Fall war. Ja, da ist es selber dran schuld. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ist es jetzt nötig, nach Dubai zu ziehen oder wegzuziehen, weil die Stadt Hamburg gerade eben mal gesagt hat, nee, vielleicht hast du hier nicht drehen. Hä? Also ich verstehe jetzt nicht ganz. Vor allem bei den Videos, die er gemacht hat, ist es wirklich, wundert es mich gar nicht, dass die Stadt Hamburg was dagegen hat bei der Scheiße, die da hochlädt. 24 Stunden dort eingesperrt. 24 Stunden dort eingesperrt. Einen Tag lang auf dem See. Einen Tag lang dort. Wo ich mir so denke, Junge, du warst 5 Minuten auf dem See. Fühlst dich gerade so, als wärst du echt der größte Motherfucker auf dieser Welt. Ja, dann, ey, wirklich, der labert so viel Dünnsches. Da tut mir alles weh. Deswegen kann ich den auch null ernst nehmen. Ich persönlich finde es gut, dass die Stadt Hamburg gesagt hat, hier, am besten ist es wirklich, dass du gehen solltest. Und ich finde es auch gut, dass er den Schritt jetzt gemacht hat, aber da soll sich jetzt hier nicht so aufregen über die Stadt Hamburg, weil die hat wahrscheinlich mal endlich was richtig gemacht. Es waren die beschissensten Jahre, die ich hatte. Es waren die beschissensten 3 Jahre, die ich in meinem verdammten Leben hatte. Und das 2019, übertrieben. Über 2019 wollen wir gar nicht reden. Das war das schlimmste Jahr. Und ich habe den Schuss gefasst, einfach zu sagen, okay, reicht jetzt? Ich entscheide, wann ich glücklich sein werde. Und das ist jetzt. Und nicht hier in Deutschland. Deswegen bin ich gegangen. Und ich habe selbst hier, jetzt bereits schon, viel mehr Möglichkeiten mit meinem eigenen Leben als das, was ich in Deutschland bekomme. Und das ist enttäuschend, weil Deutschland ist eigentlich ein geiles Land. Deutschland ist eigentlich super. Aber sobald super. Du erfolgreich wirst, wird da so ein Stopp gesagt. Dann ist so, okay, du wirst jetzt erfolgreich, mach mal ruhig. Ne? Nee, hier, drück dich mal runter. Ja, die Frage ist halt jetzt, ne? Also, ich finde, Dubai ist eine, also für mich persönlich eine schwierige Angelegenheit. Weil, wen kennst du dort? Oder wie kommst du da auch unter die Leute so als Deutscher, sag ich mal? Gut, ich sag mal, er kann, glaube ich, auch gut Englisch sprechen. Der hat auf jeden Fall auch einen Vorteil. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also,
Ich würd mich da voll allein vorkommen, sage ich mal. Ne? Deswegen. Ich werde gerade eben angerufen, aber ich kann jetzt nicht rangehen, weil ich ja streame. Wobei, doch, ich kann noch rangehen. Einen Moment. Hallöchen, ich stream gerade eben. Achso, das wird dann später sein. Alles klar, ciao. Tja, liebe Freunde, da ist das Essen wohl fertig. Aber ich komme erst später. Nach dem Stream. Da ist dann das Essen. Ne, Leute, also ich muss sagen. Also für mich wäre das nichts. Dubai wäre gar nichts. Ich sag mal so, bei Madeira zum Beispiel ist wieder eine andere Geschichte, weil da gibt es jetzt mittlerweile wahrscheinlich viele Deutsche auch. Ist eine geile Sache. Aber Dubai, das ist mir, keine Ahnung, das ist sowas komplett anderes. Ne? Und ich möchte... Ich weiß nicht, schreibt ihr mal bitte in den Chat, was würdet ihr machen? Wo würdet ihr am liebsten hinziehen? Wenn ihr sagt, ja, ihr macht jetzt alleine weg. Schreibt's gerne mal rein. Ja, Populette, ich hab's mal ein bisschen angezogen, die Preise, weil es war ja übelst. Ey, ihr habt gestern nur einmal kurz den Stream angeschaut und schon habt ihr alle Karten gehabt. Ich möchte mit diesem Video eigentlich nur sagen, normalerweise ist Auswandern ein großer Schritt. War es auch für mich so. Aber ich möchte, das Video ist eigentlich dafür da, um dir zu sagen, die einzige Person, die dich glücklich machen kann, bist du nicht selbst. Bitte sag, bist du nicht selbst. Tatius, hey. Malta, Portugal, Alter, alles unterschiedliche. Schweden, Schweiz, Portugal, Alter, nice. Bist du selber. Scheiße. Ich sag nicht, du musst auswandern oder sonstiges. Aber du bist die einzige Person, die dich glücklich machen kann. Und ich bin die einzige Person am Ende des Tages, die mich glücklich machen konnte. Max. Und ich habe die Entscheidung gefasst, glücklich zu sein wieder. Und hoffe auch, oder bin mir ziemlich sicher, dass dieses... Grüße gehen raus. Dass die innerliche Freude sich auch widerspiegelt in den Videos. Denn ihr habt gesehen, die letzten 3 Jahre, da war nicht viel von mir YouTube. Da gab es nicht viel. Erst recht dieses 2019 gab es auch nicht viel. Weil die Leidenschaft fehlt. Weil die Klicks auch einfach... Ey, die Klicks, die waren einfach nicht so gut. Ne? Und ich habe diesmal durch... keine Arbeit, auch diesmal wirklich nicht so extrem viel Geld gemacht wie das Jahr davor. Ich konnte nicht den Hype auslösen, den ich sonst ausgelöst habe. Deswegen war das Jahr 2019 komplett Mist. Das haben wir ja jetzt wahrscheinlich verstanden. Weil mir verboten wird, das und das zu machen. Egal, lange, kurzer Sinn. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leidenschaft kommt wieder und ich hoffe, du wirst... Was? Hat er gerade gesagt, rede lange, kurzer Sinn? Nicht lange Rede, kurzer Sinn, sondern Rede, lange, kurzer Sinn. Warte ganz kurz. Weil die Leidenschaft fehlt. Warte. Weil mir verboten wird, das und das zu machen. Egal, lange, kurzer Sinn. Egal, lange, kurzer Sinn. Egal, lange, kurzer Sinn, sagt er einfach. Egal, lange, kurzer Sinn. Leute, das war's schon wieder für mich heute. Bin ich ehrlich. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leidenschaft geil, kommt wieder. Und ich hoffe, du wirst dabei sein. Ich hoffe, du wirst wieder Freude haben, meine Videos zu gucken. Denn ich werde wieder Freude haben, sie zu drehen. Das ist ganz klar. Weil ich einfach jetzt schon glücklicher bin. Es war für mich eine schwere, doch gute Entscheidung, Deutschland zu verlassen und zu sagen, ich werde... Bin reich! ...ist glücklich. Und es sollte jetzt nicht dramatisch sein, denn... Es soll doch gar nicht dramatisch sein, denn ich sage Tschüss für immer. Punkt. Simon Desue. Setz ein Statement. Sollte nie dramatisch sein, der ganze Spaß. Manchmal muss man einen Schritt weitergehen, auch wenn es schwerfällt. Da muss ich aber komplett los. Also sollte nichts dramatisch sein. Aber schau erstmal einen Titel rein, wo man denkt, ja, jetzt macht er endlich hört er mal auf in dem ganzen Scheiß. Endlich haben wir ihn. Ja, also ohne Scheiß, Simon Desue. Das ist ein unteres Wesen auf YouTube. Wenn es einen gibt, den ich gerne löschen würde auf YouTube, dann wäre es echt Simon Desue.